Guten Morgen. Es ist 7:45 oder so. Das Brummen, was ihr hört, ist die Spülmaschine. Ich weiß auch nicht, warum die so laut ist in letzter Zeit. Gestern habe ich nicht gevloggt. Ich glaube, ihr habt aber trotzdem ein Video gesehen gestern, weil ich ja so viele immer noch vorgefilmt habe. Deswegen kann ich jeden Tag eins online stellen, auch wenn ich mal einen Tag Pause mache. Ich war gestern so müde, obwohl ich eigentlich richtig gut geschlafen habe in der Nacht. Also ich war nicht einmal wach, ich konnte schön bis 6 Uhr durchschlafen und bin dann so in den Tag gestartet und habe alles erledigt, was ich so zu erledigen hatte. Und dann wollte ich eigentlich ein Food-Haul gestern drehen, weil Bernd ist einkaufen gegangen nach der Arbeit. Aber dann irgendwie, bis er dann wieder hier war, das hat ewig gedauert, weil er noch einen Telefontermin hatte in der Mittagspause. Und dann ist er einkaufen gegangen um 15 Uhr. Calvino war mit. Und als er wieder hier war, dann um 17 Uhr oder so, da war ich so müde. Da konnte ich mich überhaupt gar nicht aufraffen, um diesen Food Haul zu drehen. Und deswegen, tut mir leid, gab es kein Food Haul gestern. Ich habe gedacht, nee, dann machst du jetzt einfach mal Pause. Ja. Und dann, so gut ich gestern geschlafen habe, kam heute ein Strich durch die Rechnung. Das Ettentier hat uns geweckt um 2 Uhr bis um 5 Uhr. War der, ich glaube, 3 oder 4 Mal auf und er musste sich übergeben. Das war nur Schaum. Ich war dann auch einmal mit ihm draußen heute Nacht. Da hat er dann ganz viel Gras gefressen und so habe ich ihn auch gelassen. Ja, dem ging es nicht so gut. Und dann um 5 Uhr ist er dann, also er ist immer wieder eingeschlafen zwischendurch, aber halt auch immer wieder aufgewacht und musste sich übergeben. Dementsprechend, also immer wenn ich dann halt gerade wieder so eingeschlummert bin, ist er wieder aufgewacht und dann, ja, bin ich erst um 5, halb 6 eingeschlafen und um 6 Uhr geht mein Wecker. Ich bin aber noch relativ fit und gut gelaunt. Auch wenn ich nicht fit aussehe hier mit meinem Bademantel. So. Der Plan für heute ist, den kann ich euch ja mal so grob sagen, ob wir uns dran halten, wird sich zeigen. Der Plan ist, ich koche jetzt eine große Linsensuppe, einen großen Topf. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal versucht und hatte dann anstatt dieses Liquid Smoke, was wir immer benutzen, um diesen rauchigen Geschmack zu bekommen, das hatte ich nicht mehr, hatte ich Rauchsalz da reingemacht. Das hat so ekelhaft geschmeckt, das hatte ich euch in dem Vlog erzählt schon, wo ich da, den Tag, wo das war, widerlich. Und deswegen, jetzt haben wir wieder neues Liquid Smoke. Wir bestellen das immer bei Amazon, haben direkt 5 Flaschen bestellt, damit uns das nie wieder ausgeht. Und deswegen mache ich heute Linsensuppe, die uns auch schmeckt. Und dann am Nachmittag nehme ich die mit zum Laden. Denn heute kommt Bernds Papa dahin. Und ich hole Calvino von der Schule ab. Wir müssen noch eben was in der Stadt erledigen. So Bastelmaterial und so für die Schule holen. Und dann gehen wir alle zum Laden, treffen uns da. Also Bernd ist ja eh da, der muss ja arbeiten. Essen Linsensuppe und schmücken dann den Laden weihnachtlich. Bernd hat ja den Weihnachtsbaum gekauft. Gestern war er noch mit Calvino eben bei Action so Weihnachtskugeln kaufen. So Kunststoffkugeln einfach, weil halt für den Laden, wenn da doch mal was runterfällt, dass das nicht kaputt geht. Und essen Linsensuppe. Also schmücken den Laden weihnachtlich und essen Linsensuppe. Ja, und bis dahin machen wir uns hier fertig. Ne? Du ruhst dich weiter aus, Smurfy. Kann man Hunden eigentlich auch so Kamillentee oder so geben? Bestimmt, ne? Oder diesen Fenchel-Anis-Kümmel, den der Calvino zurzeit gerne trinkt. Soll ich dir so einen machen, Smurfy? Smurfy, soll ich dir einen Fenchel-Anis-Kümmel-Tee machen? Der Arme, ey, der tat mir so leid. Du hast ganz geschafft heute Nacht, ne? Ja, hat er sich immer bei Bernd unter der Decke wieder versteckt. Ja. Uff. Oh, das Schätzelein. Naja, jetzt ist ja schon seit 3 Stunden ungefähr Ruhe. Ja gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe jetzt mal NTV angemacht, weil gestern wurde doch hier entschieden, wie es weitergeht mit diesem Teil-Lockdown. Also ihr seht ja die Videos immer 2 Wochen später. Für mich ist heute, ich glaube, der 26. November. Ja, mein, bin ich gespannt. Also das Nagelstudio bleibt zu, das weiß ich schon. Das habe ich gestern schon mitbekommen.
So, jetzt eben nach oben gegangen, alle Fenster zumachen. So. Boah, ist das kalt, wenn die Fenster so sperrangeweit auf sind. Ja, aber ist ja auch, also positiv und negativ, dass ich nicht mehr aufmachen darf. Das Nagelstudio. Also wenn ich jetzt Angestellte wäre, da hätte ich jetzt auch ganz normal meinen Mutterschutz mittlerweile. Weil ich glaube, es ist 6 Wochen vor der Entbindung, oder? Dass man Mutterschutz hat. Bin mir nicht sicher. So. So. Zack. Jetzt ist es richtig knackig kalt. Aber ist auch schön. Wenn es dann so schön trocken ist und so kalt. Schon schön. So, Calvinos Zimmer. Bernd hat ihm übrigens hier so ein Bett gebaut aus Europaletten. Eigentlich wollten wir dieses Bett wieder kaufen, was er hatte mit diesen Schubladen unten drunter. Diese Schubladen unten drunter, das Bett hatte er von Ikea. Aber nachdem seine Matratze auf dem Boden lag, fand er das so cool, so tief zu schlafen, dass er gesagt hat, er will gar kein Bett haben. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, da muss halt was drunter. Sonst schimmelt die Matratze, wenn die so platt auf dem Boden liegt. Und deswegen war dann der Deal, dass wir Paletten aus dem Baumarkt gekauft haben. Und ihm das so gebaut haben. So, und ich schnibbel jetzt mal das Gemüse für die Suppe. Das ist jetzt die fast fertige Linsensuppe. Ich habe die diesmal mit Kartoffeln gemacht. Manchmal mache ich die auch mit Graupen, also je nachdem, wo wir so Appetit drauf haben. Und das ist jetzt das richtige Liquid Smoke. Damit machen wir schön den feinen Geschmack nach Geräuchertem da rein. Und das werde ich jetzt mal reinmachen. Und ich habe mir noch den Rosenkohl gekocht. Den werde ich heute zu der Suppe essen. Also für mich mache ich den mit da rein, weil den isst ja sonst keiner bei uns. Salz. Und etwas Liebstöckel mache ich rein. Unser Maggi-Ersatz. Jetzt kommt der Test. Fehlt noch Salz. Aber die schmeckt jetzt schon unendlich viel besser als letztes Mal mit diesem komischen Rauchsalz, das war so ekelhaft. Bah. So, ich muss das eben zeigen. Und zwar hatte ich euch die schon mal empfohlen. Na, Fokus jetzt. Diese super Massageseife. Die riecht so lecker. Und ich habe euch die empfohlen, weil ich mir damit immer den Bauch massiere. Da ist ein Luferschwamm mit drin. Und viele von euch wollten sich die nachkaufen von DM und haben dann geschrieben, verzweifelt, Michaela, die ist ausverkauft, die gibt es nicht mehr, die wird nicht mehr produziert. Und wir waren jetzt bei DM, der Calvino und ich. Du kannst den Mundschutz abmachen, hier im Auto brauchen wir den nicht. Ich vergesse, den abzumachen. Und wir haben noch einige bekommen und ich habe der Petra versprochen, nicht versprochen, ich habe ihr geschrieben, weil sie hat mir auch geschrieben, dass sie keine mehr bekommen hat. Und ich habe ihr geschrieben, wenn ich die bei uns noch bekomme, dann bringe ich hier einen mit. Also liebe Petra, schreib mir bitte deine Adresse, dann schicke ich dir den zu. Einen habe ich für dich mitgenommen, dann kannst du den auch ausprobieren, der ist auch vegan. Zack. Und dann hoffe ich, dass der noch vor Weihnachten bei dir ankommt. Dann ist das Weihnachtsgeschenk. Dann ist das mein Weihnachtsgeschenk. Die Petra hat mir auch schon mal ein Paket geschenkt. Das ist dann ein kleines Dankeschön. Vor längerer Zeit hat sie mir ein Paket geschenkt. So, und dann wollte ich dem Calvino was zeigen auf meinem Handy. Denn ich hatte in dem Video von gestern, sein Kanal
euch gesagt und ganz viele von euch sind rübergegangen. Wow. Wow, 9 Stück sind rübergegangen von euch. Und wie viele, das kriegt ja noch Aufrufe, das Video, ne? Das ist erst von gestern. Das ist von gestern, ja. 9 Stück sind aber jetzt schon rübergegangen. Da hat er sich sehr gefreut. Also, freu dich jetzt los. Ich freue mich doch. So, und wir fahren jetzt zum Laden. Zu Bernd und seinem Papa. Und Smurfy. Und schmücken da alles weihnachtlich, ne? Und du kriegst erstmal Mittagessen. Lasagne habe ich dir mitgebracht. Habe ich dir schon erzählt, oder? Mhm. Gut, bis gleich. Hallo! Vorsicht! Achtung! Achtung, Achtung! Der irre Ettenhund! Ja, ist da, na? Wieder fast ein. Ja? Ach, der wird schon irgendwann schlafen. Ja, krankes Wauzi, hallo! Ja, 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 sagt, ja, Werner, guck mal, wer da ist! Hast du mich noch gar nicht hallo. Gesehen? Hast du noch gar nicht gesehen? Ich den Calvino mitgebracht? Ja, ist er glücklich, ne? Ja, dann. Ja, 30 Euro hat er gekostet, ne? Ach, Spitze habt ihr schon. Schön. Ja, müssen wir. Guck, Calvino, die Spitze habe ich schon draufgemacht. Bist du bereit zum Schmücken? Aber erst das Handy ein. Die erste Lasagne, ne? Stimmt, der Bernd hat sein neues Handy bekommen. Der hat das Handy ausgepackt, habe ich dir versprochen. Der war so. Ja, der war so aufgeregt. Er so, nein, ich warte, bis Calvino kommt. Ja, habe ich ihm versprochen. Nee, dein Eis. Dann müssen wir jetzt erst das Handy auspacken, ja, weil der Bernd ganz aufgeregt ist. Der Bernd ist ganz aufgeregt. Calvino, aufgeregt. Ja. Dann komm. Komm hier rum, wo ich da vorne, da kannst du hinsetzen, dann siehst du das dann. Machst die Musik einmal leiser, bitte. Oh, hier ist jetzt der Hundesperrplatz. Ja, pack ruhig weg jetzt wieder, wenn ich euch da hinsetze. Ist ja schön, dass das geklappt hat, dass das komm, Handy, wirklich. Musst du unterschreiben auch. Ja? Ja? Ja, ist doch super. Ich dachte, das Handy sieht so aus mit diesen Blasen drauf. Boah, diese Sechser-Kamera. Ja, gebührt eigentlich der Mutti so viele Kameras, oder? Musst du wohl abdrücken, Bernd, das Handy. Wir testen gleich erstmal die Kamerafunktion. Mhm. Ja, du willst auch ein Handy, ne? Alles gut. Ich glaube, dein Handy ist. Ach, da ist extra ein Kameraschutz bei. Mhm. Smurfy. Nee, ja, hab ich extra bestellt. Passt nicht. Der ist extra bestellt, der Kameraschutz? Ich hab den extra bestellt. Passt nicht. Ist ja vielleicht für, nicht für das Pro Max, sondern nur für das Pro. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich konnte nicht so gut filmen im Laden, wie ich das ursprünglich geplant hatte, weil natürlich auch Kunden reingekommen sind und ja, da musste ich immer abbrechen. Aber ich habe euch das mit Musik hinterlegt, weil teilweise auch im Laden Musik lief und dann wird mein Video ja gesperrt und so. Naja. Ich habe jetzt die Küche aufgeräumt und habe die Linsensuppe, die ich heute Morgen gekocht habe und die wir heute Mittag schon gegessen haben, habe ich aufgeteilt und eingefroren in verschiedene Behälter. Und morgen gibt es sie auch nochmal zu essen. Und dann habe ich festgestellt, wie praktisch so ein Wintergarten im Winter ist, denn der ist ja richtig kalt. Und dann konnte ich den ganzen Topf jetzt einfach so in den Wintergarten stellen. Der muss gar nicht in den Kühlschrank. Das fand ich super praktisch. Dann können wir die morgen einfach nochmal in dem Topf warm machen. Und die andere Linsensuppe, die ich jetzt hier drin habe,
da, drei so Glasbehälter, die friert jetzt halt ein. Da habe ich überlegt, könnten wir schon fürs Wochenbett nehmen. Wir hatten uns ja vorgenommen, im Wochenbett oder fürs Wochenbett vorzukochen. Und wir wollten Anfang Dezember starten. Und jetzt ist heute der 26. November. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Das sind jetzt noch 7 Wochen bis zur Geburt. 7 Wochen. Und ja, da kann man jetzt schon so langsam anfangen. Da haben wir halt mal Linsensuppe. Der Bernd wollte eine Bolognese vorkochen. Also alles, was man so gut einfrieren kann, wollten wir vorkochen, dass wir halt keinen Stress haben im Wochenbett. Ich meine, Bernd wird auch zu Hause sein. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn man es mal nicht schafft zu kochen. Ich weiß, die Geburt und der Neuankömmling wird uns ordentlich aus der Bahn werfen. Und wir werden bestimmt dankbar sein, wenn wir mal nicht bestellen müssen und einfach nur was auftauen müssen. Von daher kann das nicht schaden. Oh mein Gott, jetzt merke ich richtig die Nacht in den Knochen. Ich bin richtig müde. Ich bin ja sowieso schon müde immer in dieser Schwangerschaft. Aber jetzt kommen die Stunden Schlaf, die mir fehlen, die kommen jetzt richtig zum Vorschein. Ich decke jetzt hier den Tisch. Der Bernd kommt ungefähr in einer halben Stunde nach Hause. Und dann gibt es Abendbrot und dann, ich glaube, ich werde heute nicht alt, dann gehe ich schön duschen oder in die Wanne. Ich gehe mal schön in die Wanne, habe ich mir überlegt und schön entspannen. Und ich sage euch heute, der Bauch, der hat so gespannt, ich musste einmal niesen und dann hat sich das angefühlt, als ob der aufreißt. Aber ich glaube, der ist nicht aufgerissen. Oh Mann, ey, hier so um den Bauchnabel rum, da ist die Haut richtig dünn. Und wenn die Kleine ihren Popo rausdrückt, das macht sie hier ganz gerne, dass sie sich so richtig dagegen stemmt, dann habe ich das Gefühl, gleich platzig. Die ist so aktiv. Ich mach mal Licht an. Die ist so aktiv. Ich weiß nicht. Das fühlt sich manchmal an, als ob die 4 Arme und 4 Beine hat, weil ich das überall spüre. Im ganzen Bauch. Also hier merke ich halt den Popo, den drückt sie richtig dagegen und den fühlt man dann auch richtig. Dann fühle ich hier so Beine, aber hier unten fühle ich auch 4 Arme und hier oben halt so 4 Beine oder 4 Füße. Überall. Ich fühle sie überall. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe zum Bernd gestern oder vorgestern gesagt, das wird bestimmt doch ein Junge. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht warum. Muss nicht stimmen. Lassen wir uns überraschen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein Junge wird. Aber bei Calvino hatte ich das Gefühl, es wird ein Mädchen und es ist ein Junge geworden. Jetzt habe ich das Gefühl, es wird ein Junge, es wird ein Mädchen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, was es wird. Lassen wir uns überraschen. Und mein Bauchnabelpiercing ist, glaube ich, zugewachsen. Ich habe es herausgenommen, weil man das dann halt immer gesehen hat. Ne? Wenn ich so die Oberteile hatte, dann hat man immer diese Pinöppel da gesehen. Deswegen habe ich es rausgenommen. Und beim Ultraschall auch im Krankenhaus habe ich es rausgenommen. Und dann habe ich es rausgelassen. Ich hatte Angst, dass ich damit hängen bleibe. Aber in der ersten Schwangerschaft ist es nicht zugewachsen. Egal. So, ich decke jetzt mal den Tisch.